Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, es ist mir eine große Ehre, heute zu Ihnen sprechen zu können, im Namen der BVB Freie Wähler Fraktion hier im Landtag. Wir hatten sicherlich mit den steinigsten Weg hinter uns, um die Gnade zu erfahren, den Bürgern des Landes in dieser Formation dienen zu können. Und diese Erfahrung schafft Demut, mit der wir und auch ich an die neuen Aufgaben herangehen wollen. Und nun weiß ich auch, dass bei vielen von Ihnen ähnlich steinige Wege gegeben hat. Und gerade als Ministerpräsident stehen Sie täglich vor Herausforderungen, mehr noch als die allermeisten von uns. Und deswegen sage ich von den harten, aber inzwischen etwas angenehmeren Bänken der Opposition, dass wir auch aus dieser Stellung heraus der Regierung unsere Fürsprache und unsere Gebete schulden, auf dass sie die Geschicke des Landes gut leite. Denn wir alle haben ein Interesse daran, dass sie Erfolg hat. Und zugleich schuldet sie, die Landesregierung, uns Gehör, wenn wir Vorschläge und Ideen haben, was man im Land besser machen könnte. Man wird in ein paar Jahren zurückblicken und die Frage stellen, was konnten wir hier im Landtag für die Bürger unseres Landes erreichen? Haben wir auf Ihre Wünsche, auf Ihre Träume gehört? Wie haben wir Ihnen gedient? Das ist auch die Triebfeder für uns als BVB Freie Wähler. Wir können und wollen keine weltpolitischen Visionen formulieren, sondern mit unseren Brandenburger Möglichkeiten und gesundem Menschenverstand zum Wohlergehen unserer Bürger beitragen. Und immer da, wo Sorgen, Nöte, Zwänge ihr Zelt aufgeschlagen haben, wollen und werden wir zur Stelle sein. Deswegen, meine Damen und Herren, stehen wir auch zu unserem Versprechen, die vielen Alternschließer in unserem Land nicht allein zu lassen. Zigtausend Haushalte sind Phasen durchlaufen, in denen ihnen das schiere Unrecht fast die Luft zum Atmen nahm. Und als viele schon aufgaben, und es haben viele aufgegeben, stach von fern und für manche unerwartet das Licht von Karlsruhe in den steilsten rechtlichen Weg, den viele von ihnen in ihrem ganzen Leben gekämpft hatten. Und es gab ihnen Hoffnung, dass auch sie Recht erhalten würden. Doch viele sind bis heute in Enttäuschung und Tristesse gefangen, weil das Land und die Kommunen, auf deren Handeln sie vertrauten, keine Lösung darbot. Für uns als BVB Freie Wähler steht fest, hier im Landtag nahm diese Misere ihren Lauf und mit einem mutigen Schritt muss sie auch hier ihr Ende finden. Die 7. Wahlperiode muss einen Schlussstrich unter der Erhebung und Verstreckung dieser verfassungswidrigen Beiträge setzen. Und deswegen rufe ich in aller Bescheidenheit zu einem überparteilichen Lösungskompromiss zur Rückzahlung der Beiträge auf. Sozialer Frieden und die Fähigkeit dieses Gremiums, ohne Ansehen der jeweiligen Person, Fehler einzugestehen, gebieten eine derartige Lösung. Und wenn uns wieder entgegengehalten werden sollte, was alles nicht geht, erinnern wir uns kurz zurück an die Zeit, als es noch Straßenausbaubeiträge gab. Der in den letzten anderthalb Jahren gegangene Weg steht untrennbar verbunden mit dem Willen, Gegebenheiten zu hinterfragen. Es galt als einbetoniertes Gesetz, dass das so zu sein habe. Doch die Entschlossenheit Tausender und Abertausender Brandenburger, weit über die persönliche Betroffenheit hinaus, hat uns gezeigt, welch demokratischer und sozialer Geist in ihnen wohnt. Und schließlich kam es dazu, woran ich nicht aufgehört habe zu glauben, dass wir diese ungerechten Beiträge abschaffen und Kosten für Allgemeingüter nicht mehr Einzelnen aufhalsen. Und als wir diesen Erfolg errangen, war es nicht bloß ein fiskalischer Vorteil für manche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Absage an den wiederholten Versuch, die Gesellschaft zu spalten, sozialen Neid einzureden und Bevölkerungsteile, Mieter, Eigentümer gegeneinander aufzustacheln. Und deswegen werden wir auch nicht ruhen, weiterhin Kommunalabgaben gerechter und transparenter zu regeln.
Wir müssen die Denk überwinden, wer einmal gezahlt habe, könne ein weiteres Mal zahlen. Und wir dürfen Kommunalabgaben nicht zum Schauplatz von Umverteilungskämpfen werden lassen, sondern müssen die Lebensleistung der Menschen würdigen und sie entsprechend auch behandeln. Das gilt, meine Damen und Herren, das gilt für die Erschließungsbeiträge ebenso, die einer grundlegenden Reform unterzogen werden müssen. Auch bei den unbefestigten Straßen machen wir uns mit Anträgen, mit Vorschlägen auf den Weg der Mitbestimmung und der spürbaren Entlastung. Und vor allem brauchen wir auf diesem Wege Rechtsstaatlichkeit. Die jahrelangen Prozesse wie im Bereich der Altersschließerbeiträge, auf deren Wegen die Verbände wie losgelöst von Recht und Gesetz eine Wolte nach der anderen sich ausdachten, müssen der Vergangenheit angehören. Um dies zu schaffen, meine Damen und Herren, brauchen wir natürlich auch gut ausgestattete Gerichte, motiviertes Justizpersonal. Nur wenn Verfahrensdauern noch einen Bezug zum Sachverhalt herzustellen vermögen, wächst das Vertrauen in den Rechtsstaat. Daher erwarten die Bürger zu Recht, dass in allen Gerichtsbarkeiten zeitnah die nötigen Stellenaufstockungen nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich auch erfolgen und alle Gerichte erhalten bleiben. Meine Damen und Herren, dasselbe gilt auch für Staatsanwaltschaften und Polizei. Und dabei geht es nicht um gefühlte Sicherheit, sondern echte Sicherheit, auf die es einen Anspruch gibt und deren untere Grenze nicht unterschritten werden darf. Deswegen werben wir für Reaktionszeiten auch bei der Polizei vergleichbar mit denen von Rettungsdiensten. Meine Damen und Herren, wir haben heute schon vieles über soziale Gerechtigkeit gehört. Und diese kann man nicht denken, ohne eine Antwort auf die drängende Frage nach mehr ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu geben. Und das ist ein soziales Gebot, eine soziale Selbstverständlichkeit, zumindest sollte das so sein. Denn bei Wohnraum geht es nicht um persönliche Begehrlichkeiten, sondern um ein Grundrecht, welches für ein gleichberechtigtes Leben absolut zu erfüllen ist und die Forderung völlig berechtigt ist. Deswegen muss das Land alle Instrumente ausschöpfen, die gegeben sind, Kappungsgrenzenverordnung, Kündigungssperrfristverordnung, die Erstellung qualifizierter Mietspiegel in den Kommunen zu unterstützen, denn gerade sie eignen sich als soziales Instrument, um galoppierende Mietpreiserhöhungen gerade mittelgroßer Vermieter zumindest ein Stück weit zu bremsen. Die Gründung kreislicher Wohnbaugesellschaften sollte gefördert werden. Gerade Landkreise können aufgrund ihrer regionalen Struktur einen Ausgleich schaffen zwischen wirtschaftlich stärkeren Teilen, wirtschaftlich schwächeren Teilen des Landes und hier auch mit sozialem Augenmaß noch mehr als eine einzelne Kommune entsprechende Wohnungsbauten fördern und unterstützen, ob in Genossenschaftsmodellen oder in kreislichen Gesellschaften. Und damit auch gutes Wohnen in allen Generationen und Lebenslagen zu ermöglichen. Das heißt für junge Leute, dass es sich lohnt, in guten Wohnungen, guten Wohnbedingungen auch in Brandenburg zu Hause zu sein, auch für ältere Bürger, aber auch für Menschen mit Behinderung, damit auch die Barrierefreiheit in Städten und Gemeinden auch in diesem Punkt weiter ausgebaut wird. Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit bedeutet aber auch gesellschaftliche Teilhabe. Und das heißt für uns als BVB Freie Wähler, zuvörderst der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs als Garant für Mobilität und tatsächlich gleichwertige Lebensverhältnisse. Gerade Landkreise mit hoher Rücklage, und davon gibt es einige, können noch stärker kommunale Buslinien fördern und das Land sollte das auch unterstützen. Denn hierbei geht es nicht um eine Luxusforderung, sondern um die Möglichkeit, alle Landesteile gut zu erreichen und ein gutes, angebundenes Leben auch zu ermöglichen. Das Land sollte das noch stärker unterstützen und das Gleiche gilt für kreisgrenzenübergreifende Linienführungen von Bussen, was immer wieder von vielen Bürgerinnen und Bürgern beklagt wird, dass dort großer Mangel herrsche. Meine Damen und Herren, dazu gehört aber natürlich zentral im Land Brandenburg logischerweise Schienenpersonennahverkehr noch vor dem Busverkehr. Die Zielbekenntnisse, die wir alle Jahre oder alle Monate immer wieder hören, reichen nicht aus. Wir brauchen einen konkreten, messbaren Fortschritt, denn nur er ist Garant für wettbewerbsfähige Regionen und eine Attraktivität aller Landesteile, auch für Berufsanfänger beispielsweise. Deswegen braucht es neben den hier genannten
Punkten, auch die Realisierung der S-Bahn-Anbindung an Stahnsdorf, den 10-Minuten-Takt für die S1 und die S2, eine bessere Regionalanbindung von solch wichtigen Orten wie Rheinsberg, Bad Freienwalde, Senftenberg und natürlich viele, viele andere Orte auch noch in unserem Land. Und es geht dabei nicht um Bequemlichkeit, sondern die Sicherstellung, dass es eben keinen Zuzugsdruck nur im Berliner Speckgürtel gibt. Und diesen Gemeinden dort wiederum müssen wir die Chance geben, sich auch etwas anderes als grenzenloses Wachstum zu verordnen. Immer mehr Flächenversiegelungen und Nachverdichtungen führen zu verkehrlichen Belastungen. Dem muss man das Ziel eines organischen Wachstums und der Erhalt von Grünflächen und gewachsenen Stadtbildern entgegenhalten. Denn flächenmäßige Gewinnmaximierung darf nicht zur Beschränkung von Wohnqualität und Beeinträchtigung erhaltenswerter Umwelt im Berlin-nahen Raum führen. Doch, meine Damen und Herren, das kennen wir auch aus einem anderen Bereich. In Brandenburg wird wie in keinem zweiten Bundesland so selbstverständlich in Natur und Umwelt eingegriffen, um privat profitorientierte Interessen Einzelner zu bedienen. Durch die Errichtung von fast 4.000 Windrädern hat Brandenburg seinen Beitrag zur Energiewende geleistet. Aufgrund der Volatilität und mangels Speicherkapazitäten wird bereits seit einigen Jahren kein zusätzlicher Strom produziert. Jeder, der hier also erzählt, man müsse mehr Windräder bauen, um den Kohleausstieg zu schaffen, täuscht die Öffentlichkeit. Zu Beginn der letzten Wahlperiode hatten wir 3.300 Windräder in Brandenburg und bezogen 60% unseres Tagesdurchschnittsstrombedarfes aus Braunkohle. Zu Beginn dieser Wahlperiode, also 5 Jahre später, haben wir 3.900 Windräder und beziehen 60% unseres Tagesdurchschnittsstrombedarfs aus der Braunkohle. Und das trotz Vorrangs für den Strom aus erneuerbaren Energien, weiterhin bestehender EEG-Förderung und sonstigen Subventionierungen. Der Strom aus Windrädern stößt in Brandenburg an seine naturwissenschaftlichen Grenzen. Es werden nur noch Überkapazitäten produziert und das wollen leider manche nicht zur Kenntnis nehmen. Die Folge ist der höchste Strompreis Europas bei uns in Brandenburg, ein wirtschaftlicher Nachteil und das auch noch auf Kosten der Umwelt. Wie es der Ministerpräsident Anfang 2018 formulierte, eine der größten Umverteilungen von unten nach oben. Und er hatte recht. Damit leider schlägt sich das im Koalitionsvertrag nicht nieder. Daher, meine Damen und Herren, sagen wir als BVB Freie Wähler, die Belastungsgrenze ist erreicht. Wir brauchen kurzfristig ein Moratorium für den Ausbau von Windrädern, so wie es auch Teile dieser Koalition in der letzten Wahlperiode noch gefordert haben. Sodann eine Garantie, dass zumindest nicht in Wäldern und am Rande von Naturschutzgebieten gebaut wird. Ich glaube, das kann man wohl erwarten. Und eine Abstandsregelung, meine Damen und Herren, die den veränderten Höhengegebenheiten der Anlagen natürlich Rechnung trägt. Und das sind nicht die 1.000 Meter, die im Übrigen gehen Sie nach Krussow bei Angermünde mit 750 Metern Abstand, Horstfelde bei Zossen 600 Meter Abstand. Das heißt, auch diese 1.000 werden ja nicht in weiten Teilen beachtet. Auch das ist Realität in Brandenburg. Und dazu gehört Schluss mit der Diffamierung all jener, die sich zusammen mit dem NABU und Umweltschutzbürgerinitiativen vor Ort für den Naturschutz einsetzen. Es braucht eine echte Hilfe für lärmbelasteten Anwohner. Denn da rauscht es wirklich, Herr Ministerpräsident, und das rund um die Uhr. Und diesen Anwohnern wollen wir gegen Verhöhnung zur Seite stehen. Und dazu gehört natürlich auch der geordnete Ausstieg aus der Braunkohle, keine Frage. Wir als BVB Freie Wähler bekennen uns zum Kompromiss der Kohlekommission. Er bereitet den Ausstieg vor und trägt dabei auch der sozialen Verantwortung Rechnung. Kein hochnäsiges Dozieren und wirtschaftliche Fantasieüberlegungen, sondern Erkennen der örtlichen Realitäten. Cottbus wird keine Beamtenstadt und die Lausitz wird keine Behördenregion sein, sondern all die hart arbeitenden Menschen, die es satt haben, zum Spielball von Lobbygruppen und hochgeschaukelter politischer Stimmung gemacht zu werden. Sie benötigen eine Perspektive, deren Umsetzung braucht nun einmal Zeit. Und diese muss darin bestehen, dass Forschung, Wissenschaft,
Zukunftstechnologien noch enger verzahnt werden, Stärkung der BTU mit der medizinischen Fakultät, was von allen unterstützt wird, zielgerichtete Förderung von Gründern und der Ausbau von Kooperationen mit Unternehmen. Doch, meine Damen und Herren, wir denken natürlich auch an andere Landesteile. Das kommende Jahrzehnt muss aus unserer Sicht eines des Infrastrukturboosts der Berlin-fernen Region werden. Stärkung der medizinischen, schulischen und verkehrstechnischen Infrastruktur. Dazu gehört endlich eine europaweit wettbewerbsfähige Internet- und Mobilfunkversorgung. Und das ist auch kein lustiges Evergreen, sondern ein knallharter wirtschaftlicher Standortnachteil, der behoben gehört, und zwar hier und jetzt so schnell wie möglich. Denn das ist das, was die kleinen und mittelständischen Unternehmen am meisten belastet. Ebenso müssen viele Landesstraßen von ihrem derzeitigen Walter-Ulbricht-Gedenkzustand in eine Qualität versetzt werden, die des 21. Jahrhunderts würdig ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen auch eine Schulgarantie, und zwar für alle Schulen, auch im ländlichen Raum. Und dazu gehört eine Garantie über einen Zeitrahmen, der einer Schule angemessen ist. Und das ist nicht 1, 2, 3 Jahre, sondern 10, 20 Jahre. Denn nur das schafft Sicherheit für Eltern, Schüler, Lehrer. Aber natürlich hat es auch eine wesentlich weitergehende Verbundwirkung für den Ort insgesamt, wodurch der Ort an Attraktivität gewinnt und generell an Stabilität gewinnt. Und für all das brauchen wir keine zusätzlich geschaffenen Stellen mit der Schärpe des Regionalkoordinators, sondern gut ausfinanziert und rechtlich gestärkte Kommunen mit ihren bestehenden Strukturen der Selbstverwaltung. So unterstützen wir als BVB-Freiwähler grundsätzlich die Kreditaufnahme, fordern aber entsprechende Klarstellungen im Gesetz. Und nur fürs Protokoll: Nein, mehr Geld für den BER ist keine Zukunftsinvestition, und der macht uns wahrlich nicht zur Gewinnerregion. Wir erwarten daher eine verbindliche Aus- und Zusage, verbindliche, dass kein weiteres Landesgeld, ob als Darlehen oder dann umgewandelt in Stammkapitalerhöhung, in diese betonierte Dauerlast fließt. Es braucht einen echten Schallschutz für alle Betroffenen vor der Inbetriebnahme, so wie es ihnen gesetzlich auch zusteht, meine Damen und Herren. Denn das ist keine Luxusforderung zur Aufwertung der Grundstücke, sondern das ist Gesundheitsschutz. Das ist grundgesetzlich verbürgter Grundrechtsschutz. Und auch Schluss mit dem Verhöhnen der Anwohner, von wegen, sie hätten doch gewusst, wo sie hinziehen. Die allermeisten haben schon immer dort gewohnt. Und auch die hingezogen sind, haben einen Anspruch darauf, ihnen den gesetzlichen Emissionsschutz, der ihnen zusteht, auch zuteil werden zu lassen im Rahmen des Gesundheitsschutzes. Deswegen braucht es ein klares, belastbares, rechtlich sicheres Nachtflugverbot, eine verbindliche Absage an weitere Start- und Landebahnen an diesem im Übrigen ungeeigneten Standort. Meine Damen und Herren, ich möchte auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, welches uns gerade in der letzten Wahlperiode sehr intensiv bewegt hat. Und das war die Frage der Migration und des Flüchtlingszuzugs, gerade in den Jahren 2015 und folgende, zu sehr vielen Debatten und Anstrengungen hier im Land geführt hat. Brandenburg hat in Würdigung seiner Geschichte, der Nächstenliebe und Gastfreundschaft gehandelt. Und hierbei gilt die Anerkennung nicht uns hier im Landtag, dass wir dafür die Rahmenbedingungen geschafft haben, sondern den Kommunen und Ehrenamtlern, die all das gestemmt haben. Denn es waren die Initiativen vor Ort, es waren die Kommunen, die diese Kraftanstrengungen zu vollbringen hatten, im, ich nenne es mal so, operativen Bereich. Doch nun müssen wir auch eine weitere Ebene der Integration beschreiten. Neben dem Ankommen und der Existenzsicherung geht es jetzt darum, Integration in Sprache, in Beruf und in soziokulturelle Teilhabe auch zu ermöglichen. Dazu braucht es eine stärkere Unterstützung der Kreisvolkshochschulen, die eine hervorragende qualitative Arbeit leisten. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, ihre Sprachkurse auch in allen Teilen, allen Regionen ihrer Landkreise anzubieten. Und meine Damen und Herren, Brandenburg braucht auch wieder ein Studienkolleg. Alle reden davon, Fachkräftezuwanderung zu unterstützen, Fachkräftebetätigung zu ermöglichen, zu erleichtern. Wir sind das einzige Bundesland neben Bremen, das kein Studienkolleg hat, obwohl dort Migranten die Möglichkeit bekommen, ihre ausländischen Schulabschlüsse anerkannt zu bekommen, auf die deutsche Hochschulreife vorbereitet zu werden und dadurch gerade in hochqualifizierte Berufe tätig zu werden. Und deswegen können wir auch nicht immer auf Berlin verweisen, sondern brauchen, wie jedes andere Flächenland auch,
ein Studienkolleg, um in diesem Bereich auch voranzukommen. Dazu gehört auch eine Unterstützung der migrantischen Selbsthilfegruppen und eine Stärkung der migrantischen Selbstverwaltung durch Direktwahl der Migrationsbeiräte in ganz Brandenburg. So fördern wir christlichen, humanistischen Geist und schaffen messbare Integration und nehmen Vorurteilen den Wind aus den Segeln. Lassen Sie uns diese Wahlperiode auch hier eine gemeinsame Kraftanstrengung vollbringen, denn sie wird sich auszahlen. So stärken wir unser demokratisches Gemeinwesen. Und meine Damen und Herren, zur Stärkung des demokratischen Gemeinwesens gehört noch etwas anderes. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, die Brandenburger wollen sich eine Meinung zu Sachfragen bilden und diese auch gehört wissen. Eine repräsentative Demokratie punktuell durch direktdemokratische Elemente zu ergänzen und zu bereichern, ist das Gebot der Stunde. Dazu gehört es Senkung der Quoren bei Bürgerentscheiden. Wie kann es sein, dass eine Sachfrage, die durch die Bürger entschieden werden soll, ein höheres Quorum braucht, wie die Wahl eines Hauptverwaltungsbeamten für 8 Jahre? Erleichterung der Unterschriftensammlung bei Volksbegehren, Ausdünnung des Ausschlusskatalogs für Bürgerbegehren. Bürger wollen auch und können auch sachverständig, nachhaltig, nachsichtig, umsichtig über Bebauungspläne entscheiden der Gemeinde und nicht nur gehört werden, sondern verbindlich über stadtbildprägende, ortsbildprägende, relevante Maßnahmen auch mitentscheiden können. Und aus gegebenem Anlass, was wir in vielen Kommunen erleben, es braucht Rechtssicherheit. Rechtssicherheit im Umgang mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, damit keine Frustration um sich greift, wenn man von diesen gesetzlich gegebenen Instrumenten auch Gebrauch macht. Und als ersten Schritt, oder wenn man so will, zweiten hier im Hause, nach der Einführung des Livestreams für die Ausschüsse, die Einführung von Einwohnerfragestunden, auch hier im Landtag, gerne auch als ersten Landtag Deutschlands. Meine Damen und Herren, alle reden von Schnelllebigkeit und vielen komplexen Sachverhalten und Themen, die sich entwickeln. Wahlen können in dieser Schnelllebigkeit und Komplexität nicht alle 5 Jahre jede Sachfrage vorhersehen. Und deswegen brauchen wir ein themenbezogenes, punktuelles Korrektiv direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten. Und ich glaube, die Möglichkeit hierzu sollten auch in dieser Wahlperiode gestärkt werden. Und meine Damen und Herren, wie ich eingangs sagte, es wird unsere Aufgabe sein, den Bürgern den Weg zu ebnen, ihre Chancen, Wünsche, Potenziale und Hoffnungen umzusetzen und zu verwirklichen. Auf dass all die Verheißungen, die dieses Land birgt, für jedermann und zu jeder Zeit erreichbar sein mögen. Das ist ab jetzt unser aller Auftrag, im Dienst für das Gemeinwesen, in Hingabe für die gerechten Belange und mit Einsatzbereitschaft für unsere Mitmenschen. Und immer wenn wir Brandenburger diese Werte würdigen, können wir unsere Ideen und Träume in die Tat umsetzen. Im Dienst für die Bürger, nichts gegen die Bürger, alles mit den Bürgern und nichts ohne die Bürger. So verstehen wir uns auch als mutiges Sprachrohr der vielen, zugegebenermaßen kleinteiligen Anliegen der lokalen Bürgerinitiativen. Meine Damen und Herren, heute schlagen wir im Landtag sozusagen ein neues Kapitel auf. Dessen Seiten sind noch nicht beschrieben und sein Inhalt wird bestimmt sein von unserem Entschluss und unserer Hartnäckigkeit, was wir in diesem Land bewegen wollen. Und für BVB Freie Wähler kann ich sagen, so ein Moment ist immer ein Schritt, der von großen Träumen, tiefer Entschlossenheit und Anfängen voller Demut gekennzeichnet ist. Den sich anschließenden Weg wollen wir nun beschreiten und strecken hierbei die Hand der Zusammenarbeit aus und setzen auf gemeinsame Lösungen. Denn solange wir wahrhaftig zu unseren Idealen bleiben, treu an der Seite der Bürger stehen, wird uns das auch gelingen. Ich wünsche Ihnen und uns allen und zuvörderst den Brandenburgern eine erfolgreiche Wahlperiode und bedanke mich für Ihre mich beehrende Aufmerksamkeit.